Dieses Unterkapitel Funktionsverkettung ist eigentlich ein reines Verständniskapitel. Das heißt, wir werden jetzt hier weniger rechnen, sondern wir werden uns einfach mal angucken, auf welche Art und Weise Funktionen eigentlich miteinander verkettet sein können. Und diese Verkettung, die kennst du zum Teil auch schon, aber konkrete Beispiele gebe ich dir gleich. Erstmal wird es jetzt ein bisschen mathematischer und ich hoffe, du kannst es verstehen. Wenn nicht, warte auf das Beispiel und dann verstehst du es bestimmt. Aber wir gehen es jetzt trotzdem erstmal mathematisch durch. Wir haben die beiden Funktionen u und v. Das könnten auch sein f von x und g von x. Aber wir nennen sie u und v. Fangen wir mal an mit dem v. Eine Variable x ist jetzt also so zugeordnet, dass dadurch durch v von x Funktionswerte entstehen. Soweit wussten wir es ja schon, soweit können wir das auch schon machen. Aber jetzt passiert Folgendes, jetzt ordnet man diesem v von x, diesem v, auch noch eine andere Funktion zu, nämlich u von v. Und weil das x dem v von x zugeordnet wird und das v dem u von v, kann man auch direkt sagen, dass das x dem u von v von x zugeordnet ist. Und das nennt man Verkettung. Und das stellt man immer durch so einen Kringel dar. Das ist hier so ein, ja, wie so ein Kreis, so ein kleiner. U ist verkettet, v. U ist verknüpft mit v, wie auch immer man das sagen möchte. So, das ist jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber manche Sachen davon kennst du eigentlich schon. Sagen wir mal, wir nehmen uns jetzt nochmal eine Funktion f von x. Und wir sagen, f von x ist gleich x² plus 3x. Dann ist hier auch eine Verknüpfung vorgenommen worden, nämlich aus zwei Teilfunktionen. Sagen wir mal, unser u, also ein u von x, sagen wir mal, u von x ist in diesem Fall x² und v von x ist in diesem Fall 3x. Okay, das ist jetzt hier eine Verknüpfung aus zwei Funktionen und zwar mit einem Pluszeichen zu einer neuen Funktion f von x. Soweit kennen wir es auch schon und das ist jetzt auch gar nicht so unbedingt das, was jetzt hier steht, aber es zeigt eben nochmal, dass Funktionen irgendwie mit einem Pluszeichen oder Minuszeichen zum Beispiel oder mit einem Malzeichen verknüpft sein können. Was wir uns jetzt aber angucken ist, dass die eine Funktion in die andere eingebettet werden kann. So, und das könnte man sich hier ganz gut vorstellen anhand dieser Beispielfunktion. F von x ist gleich 1 durch x² minus 2. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man dem Nenner einfach mal den Namen gibt, v von x ist gleich x² minus 2 und dieser ganzen Hülle an sich einfach den Namen gibt, u von v ist gleich 1 durch v. Und man setzt jetzt das, was man für v von x hat, setzt man jetzt da unten mal gedanklich für das v ein. Dann hat man wieder eine neue Funktion, f von x ist gleich 1 durch, und jetzt müssen wir genau gucken, u von v ist gleich 1 durch v, und für v wird das hier oben eingesetzt, 1 durch x² minus 2. Das erscheint erstmal irgendwie logisch, aber man muss sich hier klar machen, dass es sich hier um eine Verknüpfung, um eine Verkettung von Funktionen handelt. Und zwar, indem dieses u von v gleich 1 durch v eine äußere Hülle gibt und sagt, wie grundsätzlich diese Funktion aussieht. Sie sagt quasi, diese grundsätzliche Funktion ist ein Bruch. Und in diesem Bruch gibt es eben nochmal einen Buchstaben, eine Variable. Und diese Variable wird durch eine eigene Funktion nochmal ausgefüllt. Also in diese Variable v setze ich jetzt nicht einfach nur irgendwelche Werte für ein, also zum Beispiel eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und gucke, was dann da rauskommt, sondern für diesen Nenner, für diese v, gibt es nochmal eine eigene Funktion und die heißt in diesem Fall x² minus 2. Und insofern sind v von x und u von v so verkettet, dass man dann letztendlich auch sagen kann, so wie es ja da oben auch schon steht, x wird zugeordnet u von v von x. Weil wie sollte man es sonst anders sagen? Sonst könnte ich ja nicht sagen, wo setze ich denn jetzt mein x ein? Da müsste ich ja mein x in mein v von x einsetzen, das ist aber nicht vollständig. Denn wenn ich es nur in das v von x einsetze, dann habe ich ja nur diesen inneren Kern. Aber ich brauche ja auch noch die äußere Hülle, die genau angibt, wie diese Funktion aussieht. Und das ist nun mal ein Bruch. Wobei der Nenner eben nochmal eine eigene Funktion ist. So, das ist jetzt grundsätzlich einfach nur diese Funktionsverkettung und mehr mache ich jetzt hier in diesem Wissensvideo gar nicht. Genau, das habe ich eben gerade auch nochmal hingeschrieben. Somit hat man dann f von x ist gleich u von v von x, das ist nichts anderes. Und was sagt Linnea noch? Ein geschulter Blick erkennt schnell, wie die Funktionen verkettet sind. Insbesondere beim Ableiten in den nächsten Kapiteln wird dies von Bedeutung sein. Ja, das ist eben genau der Fall. Dieses Kapitel heißt ja
Funktionsverkettung. Und genau, wir machen es aus einem einzigen Grund, nämlich wir wollen auch noch verkettete Funktionen ableiten können und dafür braucht man die sogenannte Kettenregel. Und die kann man nur anwenden, wenn man vorher verstanden hat, was eine Verkettung von Funktionen ist. Um mehr geht es hier gar nicht. Also, wissenstechnisch bin ich hier jetzt an dieser Stelle erstmal durch. Ich würde dir jetzt ganz doll empfehlen, dir die Videos hierzu anzugucken, zu den Übungen, denn da nehme ich jetzt wirklich nochmal genauso wie oben konkrete Funktionen. Wir schauen uns an, wie diese konkreten Funktionen verkettet sind. Jetzt erstmal alle x-Werte zwischen minus 2 und 2 in 0,5er Schritt. Und diese ganzen Werte setzen wir diese ganzen Teilfunktionen mal ein. Fangen wir mal an mit dem v von x. Na gut, wenn wir da eine minus 2 einsetzen, dann ist das 4 minus 2 ist 2 und so weiter. Also diese Werte kann man hier ausrechnen, indem man sie in das v von x einsetzt. U von v ergibt jetzt diese Werte hier.